Können wir einfach mal loslegen. Gerne. Und zwar mit einem spontanen Interview. Erstmal hallo, liebe Nightshade-Zuschauer. Ich sitze hier gerade mit dem Malte von Superikone. Hi. Wir haben uns hier in Mülheim getroffen. Nicht zufällig, weil wir wollten schon, oder ich wollte schon zum Konzert. Aber wir haben ganz spontan beschlossen, dass wir einfach auch nochmal zusammen ein Interview machen. Daher ist alles improvisiert, aber wir haben einfach mal Bock drauf gehabt. Ich kenne dich ja schon einige Zeit. Für die Zuschauer, die dich nicht kennen, sag nochmal ganz kurz. Was machst du für Musik und was ist deine Mission? Superikon, das ist, wir nennen es immer NDW meets Future Pop. Das ist deutschsprachiger Synthpop und das Ganze gibt es seit 2003, also schon etwas betagteres Semester. Ich liebe Analog-Synths, ich bin sehr engagiert, ich versuche immer kritische Themen aufzugreifen, manchmal auch einfach nur die Liebe. Das ist deutschsprachiger Synthpop. Was wären denn so kritische Themen, die du zum Beispiel gerne ansprichst, weil du schon angesprochen hast? Also aktuell, das ist mein Lieblingsthema, kann man das sagen. Also gerade dreht es bei mir sehr, sehr viel ums Thema Leben und Tod als Kreislauf. Wir haben dieses Jahr eine Single gemacht, Phoenix. Da geht es genau darum. Da hatten wir in der Nachbarschaft einen sehr, sehr schwer kranken Jungen und das hat mich bewegt. Und da habe ich ein Lied drüber geschrieben. Und der Phoenix war für mich so ein Sinnbild von Kreislauf, von Wiederauferstehung, von Kraft finden. Und als der Song fertig war, konnte der Junge ihn dann nicht mehr hören. Das ist so ein Thema, was mich gerade sehr stark bewegt. Etwas älteres Semester, ich sagte ja 20 Jahre, mache ich das Ganze jetzt und da sieht man auch leider schon Freunde gehen. Das ist so mein Thema. Ansonsten die Ungerechtigkeit der Welt, das Zubetonieren dieser Welt, Kahlschlag, das sind Sachen, die mir bewegen mich. Ja, ich wollte dich auch gerade schon fragen, ob der Junge das vielleicht noch mitgekriegt hat. Wenn nicht, ist es natürlich umso trauriger. Heißt das, dass du dich zum Beispiel auch mit Hospizen zum Beispiel beschäftigst und oder hast du da schon mal einen Aus Blick reingeworfen? leider aus privaten Zusammenhängen musste ich mich damit auch schon beschäftigen. Wollen wir auch nicht weiter vertiefen, das ist wahrscheinlich sehr bewegend. Das ist auf jeden Fall sehr persönlich und ist Aber ich finde es spannend, dann ist es ja eigentlich fast ein. Ja, Zufälle sind mal, oder es hat sich so ergeben. Wir sind ja hier im Phoenix Club in Mülheim an der Ruhr. Und da passt das ja eigentlich ganz gut mit dem, mit des Songs, ne, mit der Single. Hast tatsächlich. du da auch irgendwie dann Gedanken zu gehabt? Vielleicht gerade deswegen zu sagen, hier spiele ich erst recht. Also ich habe ja tatsächlich einen guten Kontakt mit meinen Mitmusikanten und mit der Szene, mit der ich vernetzt bin. Und als Orbi Ashes gesagt hat, Mensch, super cool, wir haben jetzt, glaube ich, seit über 10 Jahren nicht mehr zusammen gespielt. Du hast unseren Hit Schwarz macht Schlank damals remixed. Du musst dabei sein. Ich habe natürlich sofort gesagt, ja, wo denn? Im Phoenix Club. Ich so, ach, zum Zufall, mein neues Single heißt so. Das war natürlich ganz, ganz schön, aber ja. Aber du hast wahrscheinlich vorher hier noch nie gespielt. Also viele Konzerte waren hier ja bisher noch nicht. Leider nicht. Ich finde es ein wunderbarer Punkt. Also ich würde sofort von der Meinung. Sind jetzt hier ne, in Mülheim an der Ruhr. Das ist ein Ruhrgebiet. Du kommst aus Köln. Was magst du besonders an den Leuten hier im Ruhrgebiet? Also was ist vielleicht auch anders als in Köln, was ja gar nicht so weit weg ist? Ich sag mal, hier ist immer Schnauze, ne? Also in Köln ist alles immer sehr freundlich. Wir haben immer alle gerne und hier hörst du auch mal die Fresse. Kann ich auch mitnehmen. Ja, definitiv. Das ist tatsächlich irgendwie diese kernige Art. Ein Kumpel ist aus Dortmund und ja, der sagt immer, was er denkt, das mag ich sehr. Ja, Leute sind, haben die halt, ne, man sagt immer, sie tragen das Herz auf der Zunge. Wenn du jetzt gleich auf die Bühne gehst, worauf freust du dich da am meisten? Dass meine Stimme es aktuell wieder tut, weil ich leider aus einer etwas erkälteten Phase komme. Und ich freue mich am meisten natürlich auch, außer dass meine Stimme tut, die neuen Sachen zu spielen. Ich bin mal gespannt, also die Resonanz, die ich über die sozialen Medien bekomme, ist fantastisch und es ist etwas poppiger als früher, muss ich sagen. Aber ich habe riesen Spaß daran und ich hoffe, dass ich Leute anstecken kann und wenn das zurückkommt, darauf freue ich mich und darauf hoffe ich. Okay. Apropos neue Sachen, ich muss zugeben, ich habe in letzter Zeit ein paar Newsletter von dir gekriegt. Ich hatte aus beruflichen Gründen, weil ich wirklich früh dran hatte, noch nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen, wollte das in nächster Zeit machen. Aber was außer der Single hast du in letzter Zeit rausgebracht, was die Leute unbedingt mal anhören sollten? Also aktuell haben wir rausgebracht, genau eine Woche vor dem Konzert ist Komm, lass uns tanzen. Da haben wir ein Wahnsinnsvideo zu produziert. War sau viel Arbeit und das geht gerade für meine Verhältnisse durch die Decke. Spiele ich gleich auch. Wir haben es auf Themen dieses Jahr angeteasert und ausprobiert. Und das war schon eine Granate. Und dann haben wir gesagt, das muss auch singen. Das muss einfach sein. Okay. Ich kann mich erinnern, einer meiner Lieblingssongs von dir war eigentlich mal Wenn du tanzt. Das ist auch ein richtig schöner Song, den wirst du wohl hoffentlich auch spielen heute. Tatsächlich,
habe ich doch immer gespielt. Und ich habe ihn darum weggelassen, weil komm, lass uns tanzen. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, da geht's auch um Tanzen. Und dann gibt's noch ein neues Lied, das heißt aus purem Gold. Und da geht's auch, wer tanzt auf meinem Grab, seine Phrase. Ich sag, nee, das ist zu viel Tanzen auf einmal. Okay, das verstehe ich dann. Ich meine, Leute sollen ja tanzen, aber du willst vielleicht noch ein paar andere Themen dann ansprechen, natürlich. Leider sind bisher noch nicht so wahnsinnig viele Leute da, aber es werden garantiert noch ein paar kommen. Was machst du, um die Leute zu animieren, dass sie auch wirklich abgehen, egal ob es jetzt nur eine Handvoll sind oder auch ganz sagen. Was sind deine Tricks dafür? Tricks kann man gar nicht sagen. Also ich versuche immer relativ authentisch zu sein. Ich habe Spaß daran, was ich tue, und das überträgt sich Gott sei Dank sehr oft. Und ansonsten haben wir, oder meine persönliche Lieblings ist das schon seit Jahren, immer für die Spieler, die da sind und sich nicht über die ärgern, die nicht kommen. Wenn da nur 5 Leute stehen würden, dann mache ich für die geilste Show. Oder wenn da 5.000 stehen, dasselbe. Aber die 5 sind ja einfach da, um Spaß zu haben. Und das muss man für mich mitnehmen. Das ist auch eine gute Einstellung. Gerade aktuell ist es wahrscheinlich was, was viele Bands und viele Künstler sich auf die Fahne schreiben sollten, weil ja eben Konzerte oft abgesagt werden oder zumindest vor sehr geringen Preisen stattfinden, weil die Leute immer weniger im Vorverkauf kaufen. Wie denkst du über die Situation? Kannst du die Leute verstehen, dass sie sich zurückhalten? Auch die Leute verstehen, die Konzerte deswegen absagen? Oder was ist deine Meinung dazu? Ich kann es völlig verstehen, die Konzerte abzusagen. Wir sind alle in so einem Bereich tätig, was auf Herzblut und auf viel eigene Initiative und auch eigenen Engagement und auch Selbstkosten basiert. Und das kann man sich nur in einem gewissen Rahmen leisten. Du kennst die finanzielle Situation, Inflation, Gaspreise, die explodieren sollen. Also wir haben alle nicht gerade das Geld irgendwie rumpfen. Insofern kann ich das schon verstehen, dass viele ihre Konzerte absagen. Was ich nicht so verstehen kann, ist, warum diese sehr sympathische Größe von 200er Sälen, 400er Sälen, warum die nicht voll werden, aber die Arenen und die großen Stadien und hier unsere Kölner Arena mit Tausenden von Leuten befüllen sich. Und da sind die Karten oft 5-mal so teuer wie hier. Das habe ich auch nicht verstanden. Also das ist so ein kollektiver Massen-Event, den ich viel weniger persönlich finde, als wenn du hier mit 200 Leuten einen richtig geilen Abend hast. Also hat mir noch keiner erklärt und verstehe ich. So. Ein Argument, nicht, dass ich das verteidigen will, wäre, oder ein Grund ist wahrscheinlich, dass viele von den großen Veranstaltungen auch schon vor Jahren jetzt verkauft wurden. Das sind ja auch oft Nachholtouren, Nachholkonzerte von vor Corona. Das wäre zumindest so ein Ansatz, wo ich denken würde, die Leute haben die Tickets eh rumhängen gehabt. Das heißt, die gehen jetzt noch dahin, kaufen aber gar nicht so wahnsinnig viele neue Tickets. Das müsste man gucken. Also wenn das jetzt sich der Trend, den wir bei diesen mittelgroßen und kleinen Sälen haben, sich auch auf den großen überträgt, jetzt in den nächsten 1-2 Jahren, dann wissen wir, die Leute haben halt einfach weniger Geld für Kultur. Hoffen wir mal, dass es jetzt gar nicht so lange dauert, bis die Leute wieder ein bisschen mehr Geld haben. Hast du oder was macht dir Hoffnung, dass es vielleicht wieder besser wird? Dass diesen ganzen Krisen, die wir jetzt durchlaufen, doch irgendwann vielleicht mal wieder vorbei sind oder zumindest zurückfahren wird? Also ich glaube, erstmal muss man immer positiv denken. Bringt nichts. Ich kann jetzt die Krise, wenn sie da ist, ist sie da. Ob ich jetzt so ein Gesicht mache oder ob ich sage, okay, ich mache das Beste draus. Und mich lässt einfach hoffen, wir sind im Bereich Musik. Das soll Freude geben, das soll Hoffnung, das soll Inhalt vermitteln. Und ich glaube, dass das was ist, was die Leute unheimlich stärkt, unheimlich bewegt, zum Nachdenken bringt. Es bringt Gänsehautfaktor, es bringt Lachen. Und genau das ist, was man merkt. Und da mache ich mir echt keine Sorgen. Selbst wenn es mal eine Flaute gibt, die Leute kommen früher oder später drauf, dass das einfach wahnsinnig gut dient in jeder Lebenssituation. Abgesehen von der Musik, was macht dir aktuell besonders Freude? Ja, tatsächlich macht mir ganz viel Freude, nämlich, dass ich endlich mal ein paar Kilo verloren habe. Das hat mich sehr genervt. Ich mache tatsächlich sehr, sehr viel mit der Familie, wenn ich Zeit habe. Ich habe 3 Söhne, die wollen Aufmerksamkeit. Und selbst ist tatsächlich meine große Passion Musik. Also ist es immer noch so, nach 20 Jahren, ich sitze gerne auf Synthies, so alte Analog-Synthies, und lasse einfach laufen. Das finde ich total geil. Lustigerweise, heute die Gastgeber sind ja auch The Ashes, deren größter Hit wohl Schwarz macht schlank ist. Kannst du das unterschreiben? Also ist Schwarz dazu geeignet, ein wenig schlanker werden darstellen zu lassen? Also ich habe sie auf jeden Fall remixed damals auf der Platte. Und Schwarz macht schlank. Natürlich ist es von der Optik macht es schlank, aber ich glaube, die Aussage ist ja was anderes. Die Aussage ist eher, also nicht, dass es wirklich dünn macht. Aber lohnt sich schon mal ganz schön schwarze Klamotten hinzuziehen. Also für alle, die noch unentschlossen sind. Bin ich auch auf jeden Fall für. Gut, ich glaube, da haben wir schon mal ein bisschen was zusammen. Vielleicht möchtest du noch ganz frei einen Gruß oder irgendeine Botschaft in die Kamera sprechen für unsere Zuschauer. Ihr lieben Leute,
schaut mehr Nightshade Magazin und bleibt zuversichtlich, bleibt leidenschaftlich, habt Spaß, wird alles gut, so oder so. Und wenn es schlecht wird, auch darin liegt was Gutes. Dankeschön. Danke dir und so. Bis bald mal wieder. Bis bald.